Hallo, mein Name ist Manuel Koop, ich bin Laboringenieur hier in der THM am Fachbereich Bauwesen. Wir sind hier in der Halle C16, unsere neue Laborhalle für die Materialprüfung. Wir haben hier ein Material- und Bauteilforschungszentrum gegründet, haben sehr neue Prüfmaschinen und führen hier aktuelle Materialprüfungen statt, die in der Lehre, aber auch für Forschungsprojekte eingesetzt werden. Wir haben eine Werkstatt hier, um eigene Versuchsvorrichtungen zu bauen. Mein Name ist Udo Greiling vom Fachbereich Bau. Ich bin der Leiter der Modellbauwerkstatt hier an der THM. Das Modul heißt Konstruktiv- und gestalterische Versuchsaufbauten und ich unterrichte quasi die Erasmus-Studenten, die in Gießen Architektur studieren an der THM, etwas über die Brücken. Die Prüfungsleistung ist einmal eine Präsentation in Form eines Referates über eine Brücke, die sich die Studierenden selber aussuchen. Und der zweite Teil ist, das haben wir gerade heute gemacht, sie bauen ein Brückenmodell mit bestimmten Parametern und die werden dann einem Belastungstest unterzogen. Und dann spannen wir die Brücken ein in einem Abstand von einem Meter und dann gibt es eine Anzeige, wo ein Ausschlag gemessen wird in Sachen Auslenkung in Zentimetern und Druck in Kilonewton. Und das sieht man dann auf diesem Display. Und dann kommt die Hydraulikpresse und presst bis zu 30 Tonnen. So viel hält natürlich keine Brücke. Der Rekordträger ist ungefähr bei 2 Tonnen. Und dann gucken wir, welcher am meisten hält.